Der leuchtengrüne Matcha-Tee aus Japan hat eine jahrhundertelange Tradition und wurde von buddhistischen Mönchen schon früh eingesetzt, um bei der Meditation lange konzentriert bleiben zu können. Und ist in Japan und China heute noch als Grundnahrungsmittel so selbstverständlich wie bei uns der Kaffee. Wegen der vielen positiven Wirkungen, die diskutiert werden, erfreut sich der Matcha-Tee aber auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Deshalb möchte ich heute mal einen genauen Blick darauf werfen, wie Matcha-Tee überhaupt hergestellt wird, wie er sich von herkömmlichem Grüntee unterscheidet und welche gesundheitlichen Wirkungen der regelmäßige Verzehr wirklich mit sich bringt. Was ist Matcha-Tee überhaupt? Im Prinzip handelt es sich um die gemahlenen Blätter der Grünteepflanze, aber schon, bei, schon der Anbau der Pflanze unterscheidet sich von der Herstellung gewöhnlicher Grünteesorten. Denn obwohl es hunderte Grüntiersorten gibt, wird für Matcha-Tee nur der besonders edle tensha grüntee verwendet. Und diese Sorte macht nur ca. 1% der japanischen Teeproduktion aus. Dementsprechend schwer ist es, tencha grüntee in Deutschland bzw. Europa überhaupt im Handel zu finden, weil eben der Großteil der sowieso schon geringen Produktion zu Matcha verarbeitet wird. Die Sorte selbst zeichnet den Matcha-Tee aber noch nicht aus und ist den anderen Grünteesorten im Hinblick auf die Inhaltsstoffe nicht großartig überlegen. Das Entscheidende ist der Anbau und die Verarbeitung des Tees. Die Pflanzen wachsen nämlich bei der Herstellung von Matcha ganze zwei Monate länger, als das bei den meisten anderen Teesorten der Fall ist. Und der Tee wird außerdem als Schattentee angebaut. Das bedeutet, die Pflanzen werden ca. drei bis vier Wochen vor der Ernte fast vollständig mit Matten abgedeckt, sodass kaum noch Sonnenlicht an die Pflanzen gerät und die Pflanzen eben im Schatten weiterwachsen müssen. Dann werden die Tenscher Blätter von Hand geerntet, was den Vorteil hat, dass einerseits nur die besten Blätter für den Tee ausgewählt werden können und andererseits keine Bruchstellen an den Blättern durch Erntemaschinen entstehen, an denen es dann zu Oxidationsprozessen kommen würde. Unmittelbar nach der Ernte werden die Blätter dann kurz mit heißem Wasserdampf erhitzt, um die Oxidation der Blätter zu verhindern und die Wirkstoffe des Tees zu erhalten herkömmlicher grüntee wird im anschluss an das erhitzen gerollt, damit die zellwände aufbrechen und sich das aroma bzw. die inhaltsstoffe im wasser später leichter entfalten. beim matcha-tee ist es aber nicht erforderlich, weil wir die wirkstoffe ja nicht im wasser lösen müssen, sondern in pulverform sondern sie eben in pulverform vollständig im tee landen. deshalb werden die teeblätter nach dem kurzen erhitzen direkt getrocknet. Nach der Trocknung werden die Stängel und Blattadern in einem recht aufwendigen Verfahren entfernt, weil im Matcha-Tee eben nur die wertvollsten Teile des Blattes, nämlich das sogenannte Blattfleisch, verwendet werden soll. Im letzten Verarbeitungsschritt werden die kleingeschnittenen Teeblätter dann in Steinmühlen zu einem sehr feinen Pulver vermahlen. Das Pulver wird dann luftdicht verpackt und kann dann im Endeffekt auch schon verschickt werden. Diese Mühlen mahlen dabei sehr langsam, damit keine Hitze entsteht, die wiederum Wirkstoffe im Tee zerstören würde. Auf der anderen Seite ist, ist diese Form der Verarbeitung natürlich sehr zeitaufwendig. Für nur 30 Gramm Pulver müssten die Mühlen nämlich eine ganze Stunde lang malen. Und das trägt natürlich auch dazu bei, neben ähm, den anderen relativ aufwendigen Verarbeitungsschritten, die ich genannt habe, dass der Matcha-Tee wesentlich teurer ist als herkömmlicher Grüntee. Und da stellt man sich natürlich äh, verständlicherweise die Frage, warum soll ich jetzt Matcha-Tee kaufen statt den deutlich günstigeren Grüntee. Deshalb schauen wir uns mal die Vorteile an, die sich aus der Herstellung des Matcha-Tees ergeben. Denn ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass es nicht an der Teesorte selbst liegt. Der erste Faktor ergibt sich schon beim Anbau der Teepflanze. Denn dadurch, dass die Pflanze bei der Matcha-Herstellung Matcha ganze zwei Monate länger wächst, hat sie eben auch mehr Zeit, wertvolle Wirkstoffe auszubilden. Das wirklich Entscheidende in Bezug auf den Wirkstoffgehalt ist aber die Beschattung der Pflanzen. Die Beschattung sorgt dafür, dass ähm, die Blätter nur noch ca. 10% des Sonnenlichtes erreicht. Und das hat wesentliche Auswirkungen auf den Stoffwechsel der Pflanze. Zum einen produziert die Pflanze wesentlich mehr Chlorophyll, denn der Mangel an Licht schränkt die Photosynthese ein und dadurch ähm, und durch eine erhöhte Chlorophyllproduktion versucht die Pflanze, diesen Mangel auszugleichen. Sonnenlicht ist durch die ähm, UV-Strahlung aber auch immer ein Stressfaktor für Pflanzen, gegen den sie sich wehren, indem sie unter anderem Katechine in den Blättern anreichern. Diese Katechine erzeugen den bitteren Geschmack von grünem Tee. Wenn jetzt aber kaum Sonnenlicht auf die Blätter trifft, werden auch entsprechend weniger Bitterstoffe bzw. Katechine ausgebildet, was zur Folge hat, dass Matcha im Vergleich zu herkömmlichem Grüntee recht mild schmeckt. Ganz wichtig ist dabei weniger Katechine, nur wenn man die geernteten, aber unverarbeiteten Teeblätter miteinander vergleicht, also mit einer anderen äh, Grünteesorte. Wenn man aber einen fertigen Grüntee mit einem fertigen Matcha-Tee vergleicht, sind im Matcha-Tee auch wesentlich mehr Katechine enthalten, weil wir bezogen auf die Wassermenge mit dem Pulver natürlich mehr Tee verarbeiten und außerdem alle Wirkstoffe freisetzen, während beim herkömmlichen Grüntee durch den Aufguss nur ein Teil der Wirkstoffe freigesetzt wird. Darauf gehe ich aber gleich auch nochmal ein. Aus diesen Punkten ergeben sich zwei wichtige Qualitätsmerkmale des Matcha-Tees. Je leuchtender die grüne Farbe des Pulvers, desto mehr Chlorophyll hat die Pflanze ausgebildet, weil sie lange beschattet wurde. Und je milder der Geschmack, desto weniger Bitterstoffe hat die Pflanze ausgebildet, ebenfalls weil sie lange beschattet wurde. Und das spricht eben beides für die Qualität des Tees. Und eine weitere Auswirkung der Beschattung des Tees hängt auch damit zusammen, dass weniger Bitterstoffe ausgebildet werden. Die Bitterstoffe bzw. Katechine werden nämlich aus Aminosäuren gebildet. Sonneneinstrahlung sorgt dafür, dass besonders viele Aminosäuren in Katechine umgewandelt werden, die die Pflanze dann vor der UV-Strahlung schützen. Wenn die Pflanze jetzt aber in den letzten Wochen beschattet wird, müssen entsprechend weniger Katechine gebildet werden und mehr Aminosäuren bleiben im Matcha-Tee enthalten. Und da sticht eine Aminosäure besonders heraus, nämlich das sogenannte L-Theanin. L-Theanin macht auch den größten Anteil der freien Aminosäuren des Tees aus und ist eine sehr seltene Aminosäure, die in Matcha so konzentriert vorhanden ist wie in keiner anderen Art von grünem Tee und auch in keinem anderen, Grün, äh, in keinem anderen Lebensmittel. Einer der größten Vorteile von L-Theanin ist seine Fähigkeit, Entspannung und Ruhe zu fördern, ohne dabei gleichzeitig müde zu machen. Das schafft die Aminosäure, indem sie die sogenannten Alpha-Wellen unseres Gehirns stimuliert, welche mit einer entspannten Wachheit in Verbindung gebracht werden. Für die Stimulation der Alpha-Wellen waren in der Studie, die ich gerade gezeigt habe, 50 Milligramm Tianin erforderlich. Und wenn man sich an diesen Werten orientiert und wirklich hochwertigen Matcha verwendet, erreicht man die erforderlichen 50 Milligramm Tianin schon mit ungefähr 2 Gramm Matcha, was meiner Meinung nach eine durchaus realistische Menge ist. Was den äh, hohen l gehalt gerade im Matcha so wertvoll macht, ist die Synergie mit dem enthaltenen Koffein. Koffein pusht dich zwar auf ein hohes Level, führt aber eben auch zu einer erhöhten Herzfrequenz, zu Bluthochdruck und hat eben eine gewisse Rastlosigkeit zur Folge. Und gerade diese Nebenwirkungen von Koffein werden bei gleichzeitiger Aufnahme von Tianin gehemmt. Die Kombination von Theanin und Koffein ist überhaupt erst der Grund, warum Matcha für die Meditation eingesetzt wurde und es heutzutage auch immer noch wird. Denn bei der Meditation ist es natürlich fatal, wenn man durch reines Koffein hibbelig und unruhig wird. Die Synergie der Wirkstoffe des Matcha-Tees sorgt aber eben dafür, dass wir zwar wach und konzentriert sind, aber ebenso entspannt und aufmerksam. Und dazu kommt, dass das Koffein in Matcha aber auch generell anders verstoffwechselt wird. Das Koffein in Kaffee oder Energydrinks wird beim Erstkontakt mit der Magensäure freigesetzt und geht dann direkt ins Blut. Dadurch bekommen wir zwar sehr schnell Energie, haben aber auch ähm, eben schnell wieder einen Leistungsabfall. Das Koffein in Matcha hingegen ist an die enthaltenen Katechine gebunden und wird deshalb erst im, Fra im Darm freigesetzt und geht viel langsamer ins Blut über. Somit haben wir stattdessen einen lang anhaltenden und konstanten Energieschub. Generell muss man sagen, dass sich die Grüntierpflanze im Vergleich zu anderen Pflanzen gut dafür eignet, sie als Teeaufguss zu konsumieren, weil viele ihrer Inhaltsstoffe wie die Katechine und Aminosäuren gut wasserlöslich sind. Trotzdem geht auch bei diesen Substanzen, abhängig von der Wassertemperatur und der Ziehzeit, immer nur ein gewisser Teil der Wirkstoffe ins Teewasser über. Und der Rest der Wirkstoffe landet als Teebeutel oder in Form der Teeblätter im Müll. Und dann gibt es auch andere Substanzen wie Mineralstoffe, fettlösliche Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe, die aufgrund ihrer Fettlöslichkeit so gut wie gar nicht durch den Teeaufguss freigesetzt werden, sodass insgesamt nur ca. 10 bis 20 Prozent der Wirkstoffe tatsächlich im Tee landen. Und da ist eben der große Vorteil von Matcha, dass wir die Teeblätter im Ganzen konsumieren und somit 100 Prozent der Wirkstoffe zu uns nehmen. Dazu kommt, dass die Teeblätter beim Matcha, wie vorhin angesprochen, sehr fein vermahlen werden. Die Partikel sind nur ca. 5 bis 17 Mikrometer groß und dadurch weder mit der Zunge noch mit den Fingerspitzen für uns spürbar. Und diese feine Struktur ist für den Körper sehr gut aufzunehmen, sodass die Bioverfügbarkeit der Inhaltsstoffe im Matcha besonders hoch ist. Außerdem nehmen wir durch die Pulverform von Matcha natürlich auch deutlich mehr Tee zu uns als bei normalem Grüntee. Weil ein Gramm vermahlener Matcha natürlich viel mehr Teeblätter enthält als ein Gramm grober Grüntee. Das heißt, wir haben beim Matcha zusammengefasst eine hundertprozentige Aufnahme der Wirkstoffe im Gegensatz zum Aufguss beim Grüntee. Wir haben eine hohe Bioverfügbarkeit durch die feine Vermahlung und wir haben mehr Inhaltsstoffe, weil mehr Teeblätter verarbeitet werden. Und das zeigt sich auch daran, dass Matcha wesentlich mehr Antioxidantien enthält, vor allem das Epigallocatechin-Galat. Das ist das wichtigste und am stärksten vorkommende Antioxidanz in der Grünteepflanze. Und dieses Antioxidanz ist in einem Gramm Matcha 137 mal stärker enthalten als in der gleichen Menge eines durchschnittlichen Grüntees. Und selbst im Vergleich zu der Grünteesorte mit dem höchsten Epigallocatechin-Galat-Gehalt überhaupt, ist der Gehalt im Matcha immer noch mindestens dreimal so hoch. Und dadurch hat Matcha eben ein enormes antioxidatives Potenzial und ist in der Lage, Zellschäden durch Sauerstoffradikale zu verhindern. Beim Anbau von Grüntee werden, werden jedoch vergleichsweise oft Pestizide eingesetzt. Und bei Matcha kommt noch dazu, dass wir eben das ganze Teeblatt in konzentrierter Form zu uns nehmen und somit auch die Pestizide ähm, deutlich konzentrierter vorhanden sind. Deshalb ist es meiner Meinung nach hier besonders wichtig, auf Bioqualität zu setzen. Aber ein Biosiegel allein reicht für eine wirklich gute Qualität noch nicht aus, weil beim Matcha-Tee alles am Herstellungsprozess hängt. Wenn der Erntezeitpunkt nicht stimmt, die Blätter nicht lange genug beschattet wurden oder zu schnell vermahlen wurden, dann hat das direkt einen großen Einfluss auf die Qualität des Endprodukts. Deshalb verlinke ich dir in der Videobeschreibung mal einen Matcha-Tee, bei dem ich wirklich von der Qualität überzeugt bin und mit dem ich schon gute Erfahrungen gemacht habe. In dem Sinne hoffe ich, dass ich dich inspirieren konnte, den Matcha-Thema zu testen. Wenn das der Fall ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere auch diesen Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.